Auf der Galopprennbahn München-Riem, da laufen die Vorbereitungen für den Saisonhöhepunkt, den großen Dahlmeier-Preis. Das Europa-Gruppe-1-Rennen ist in diesem Jahr mit 100.000 Euro Preisgeld dotiert. Und es ist das erste von zwei Rennen dieser Kategorie, die in München ausgetragen werden. Es ist das erste Gruppe-1-Rennen der Riemer Saison 2021, der große Dahlmeier-Preis. Wie in jedem Jahr, so wird auch in diesem wieder ein elitäres Feld absoluter Spitzenpferde dafür sorgen, dass in Riem das Geläuf über 2000 Meter Distanz bebt. In diesem Jahr wurde das Preisgeld aufgrund der Pandemie auf 100.000 Euro angepasst. Im Gruppe 1 Highlight wird ein erlesenes Starterfeld auf die Reise gehen. Aktuell verfügen noch 7 Pferde über eine Nennung für den Klassiker. Darunter jedoch kein Galopper aus einem der Münchner Quartiere. Doch auch das Rahmenprogramm verspricht spannende Entscheidungen am Fließband. In den weiteren 9 Rennen sind aussichtsreiche Kandidaten, unter anderem von Trainerin Sarah Steinberg und Trainer Michael Figger am Start. Gute Nachricht für alle Freunde des Galopprennsports: knapp 1000 Besucher können den Dahlmeier-Renntag live in Riem erleben. Die Tickets gibt es ab Montag, den 19. Juli, im Online-Verkauf. Eine Tageskasse wird es nicht geben. Und der Münchner Galoppertrainer Michael Figge ist heute zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Michael. Hallo, Daniel. Kein Münchner Pferd wird im Hauptrennen laufen. Also momentan leider auch keines aus deinem Quartier, das die Qualität mitbringt? Genau, ich habe zwar hoffnungsvolle Pferde im Stall, aber die sind noch zu jung für dieses Rennen. Das heißt, du kannst von außen jetzt so das Starterfeld, was im Augenblick noch bei 7 Pferden ist, betrachten. Wer ist der Favorit aus deiner Sicht? Favorit könnte vielleicht... Also ich habe Mumm auf das Pferd Mythico. Der ist zwar letztes Mal nicht so gut gelaufen, aber der kann was. Also dem traue ich schon ein sehr gutes Laufen zu. Generell ist es eine Situation, die bei mehreren Münchner Trainern ist, dass im Augenblick keiner die Pferde hat, die in einem Europagruppe 1 Rennen an den Start gehen können? Die Sarah Steinberg hat zurzeit ein sehr gutes Pferd, was diese Klasse hätte, der Quest de Moon. Aber der ist noch nicht ganz fit und deswegen läuft er da in diesem Rennen am Sonntag nicht mit. Okay, das heißt nun, dass die anderen Rennen, und das sind ja immer noch 8 weitere an der Zahl, dass die dann sicherlich stark besetzt sind von den Münchner Trainern. Ich glaube, in dem zweitstärksten Rennen des Tages, das EBF-Rennen, da hast du allein 3 oder 4 Starter? 3. 3 Starter, weil die alle so sind, dass du dir gut was ausrechnest? Naja, die laufen so wie 5 andere zum ersten Mal und ich glaube schon, dass die mitmischen könnten. Also das ist natürlich auch ein Lernstart, aber die haben im Training jetzt schon schön was gezeigt. Am Dienstag ist nochmal ein Abschlusstraining, ein schnelles, und da werden wir dann noch ein bisschen mehr sehen, aber wir freuen uns auf diese erste Aufgabe. Insgesamt hast du, glaube ich, 13 Pferde für diesen Renntag eingeplant, in den verschiedenen Rennen dann schon angemeldet. Eine große Zahl. Du hast momentan 27 im Stall, also man kann sagen, 50% der halbe Stall wird laufen an dem Tag. Weil es für dich auch so ein wichtiger Renntag ist auf der eigenen Bahn? Ja, und wir Münchner Trainer unterstützen immer den Münchner Rennverein. Und die Besitzer freuen sich, das Stallpersonal freut sich. Keine Anreise, schöne Rennen. Und da mischen wir gerne mit so vielen Startern wie möglich. Wird es mal wieder so ein... ich sage mal, altbekanntes Gefühl werden, weil nun zwar nur bis zu 1000 Zuschauer kommen können, aber weil generell überhaupt mal wieder Besucher auf der Bahn sind. Vergangenes Jahr hattet ihr alle Renntage ohne Publikum. Das ist auf jeden Fall schön, dass jetzt wieder ein paar Zuschauer da sein dürfen. Früher gab es natürlich an den Dahlmeier-Renntagen 10.000 bis 20.000. Vielleicht kommt es ja wieder mal, aber jetzt sind wir erstmal froh, dass zumindest 1000 die Bahn betreten dürfen. Wie ist es denn, wenn die anderen Quartiere ihre Pferde schicken? Das ist für München natürlich schön, dass auch die großen Quartiere aus Deutschland dann mit vielen auch sehr guten Pferden anreichen. Allerdings wird es dadurch für euch natürlich umso schwerer, sich gerade vor heimischem Publikum auf der eigenen Bahn zu präsentieren. Und klar, es geht letztendlich ja auch ums Preisgeld. Genau. Also die großen Quartiere, die schicken gerne ihre guten Pferde nach München, weil die Bahn immer so in so einem Top-Zustand ist. Also wie ein Teppich, sagen alle Aktiven. Und die Pferde haben einen Reisetraining, also das ist schon ein starker Wettbewerb und es ist dadurch nicht ganz einfach zu gewinnen. Wie war denn bisher die Saison bei dir? Wir sind ja ungefähr so in der Mitte des Jahres und können damit, oder auch des Rennjahres natürlich, und können damit ja vielleicht schon mal so eine Art Zwischenbilanz ziehen. Also ich bin dieses Jahr bisher recht zufrieden mit der Saison. Die Pferde laufen gut, wir haben 7 Rennen schon gewonnen, 5 davon in München, führen damit die Statistik an.
die Bayerische. Und wir sind recht gut aufgestellt dieses Jahr. Aber die Erfolge waren eher auf anderen Bahnen oder schon, also die Mehrzahl? Dieses Jahr 5 in München und 2 auf anderen Bahnen. Aber wir haben ja noch einige Renntage. Wir laufen auch ab und zu im Ausland. Also es ist noch einiges geplant dieses Jahr. Ist es auch für dich eine Sache, dass du sagst, es wird sich vielleicht auch dahin mehr verschieben ins Ausland? Weil zum Beispiel Sarah Steinberg sagt ja, sie fahren einfach öfter nach Frankreich. Es werden mehr Rennen angeboten, es werden höher dotiertere Rennen angeboten. Ist es finanziell interessanter? Es ist zwar interessanter, aber man braucht das richtige Pferd. Und jeder Start ist mit Aufwand verbunden, mit hohen Kosten. Also solche Auslandsstarts müssen gut durchdacht sein. Und es eignen sich da nicht sehr viele Pferde für. Und es ist ja auch wichtig, den deutschen Galopprennsport zu unterstützen. Und deswegen laufen wir schon primär in Deutschland. Was erwartest du denn selber, beziehungsweise wie ist deine Prognose für deine eigenen Pferde? Du sagst, du hast viele Zweijährige, die jetzt dann so langsam einsteigen in dieses Renngeschehen. Ist das immer so ein Langzeitprojekt, dass du sagst, wir müssen 2, 3, 4 Jahre im Voraus planen und dann erst sehen, wie es sich entwickelt? Also man sieht, dass man fängt an mit den zweijährigen Rennen. Es laufen nicht alle zweijährig, aber man sieht, die Pferde, die Cracks, die sind fast alle zweijährig schon gelaufen. Das sind in erster Linie oft Lernstarts, sagt man. Aber auch in diesen Lernstarts bekommen die Pferde einen gewissen Schliff. Die Psyche wird stärker, der Körper wird stärker. Sehnen, Bänder, Gelenke, Knochen, Herz, Niere, alles wird leistungsfähig. Und deswegen versucht man schon, dass man die laufen lässt, aber natürlich nur, wenn sie sich anbieten. Und dann kann man schon Ende zweijährig sehen, wo die Reise hingeht. Also ich hatte schon eben bei den besten Pferden, die ich trainiert habe, schon Ende zweijährig gesehen, wenn die Klasse ausreichend war für große Aufgaben, und dann werden die auch über Winter, also von 2- auf 3-jährig, in großen Rennen genannt. Und wenn die eben zweijährig nicht laufen, dann ist es nicht so leicht, in den Top-Rennen mitzumischen. Also deswegen freuen die Trainer sich immer, wenn die Pferde sich anbieten, zumindest im Herbst, um dann eben auch laufen zu können. Micha, ich drücke dir die Daumen, dass der Renntag sehr gut für dich läuft. Bei 13 Pferden am Start, da sollte doch das ein oder andere Top-Ergebnis dabei sein. Danke, dass du heute noch vorbeigeschaut hast. Und wäre schön, wenn in den nächsten Jahren vielleicht wieder einer dabei ist, wie Feuerblitz, mit dem du damals das italienische Derby gewonnen hast. Also wäre eine schöne Sache auch für München. Danke fürs Kommen heute. Danke ebenso.